Und damit herzlich willkommen bei der Power-Plattform User Group Cologne. Wir ein bisschen was zu uns. Wir wollen halt eine Austauschplattform geben rund um die gesamte Microsoft Power-Plattform. Wir haben so ein paar Hausregeln, sag ich mal, festgelegt. Kein Vertrieb, kein Abwerben. Habt einen schönen, freundlichen, respektvollen Umgang miteinander, dass ihr was Schönes mitnehmen könnt. Unten seht ihr auch noch mal unseren YouTube-Link, wie ihr auf die vergangenen Meetups auch nochmal zugreifen könnt mit den Aufzeichnungen und auf die beiden Meetup-Gruppen. Das ist einmal die Cologne Power Apps Power Automate Meetup-Gruppe und die Power BI User Group Cologne. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, wenn ihr Wünsche habt, irgendwelche Fragen habt zu der User Group, dann kommt gerne entweder auf Philipp oder mich zu. Genauso suchen wir auch immer wieder Sprecher. Wenn ihr also Themen habt, die euch interessieren oder die ihr gerne vorstellen wollt, dann wendet euch gerne an einen von uns und wir können da gerne was arrangieren. Was steht in Zukunft noch an? Wir haben jetzt Ende des Jahres, da gibt es noch einige Sachen, die vorgestellt werden. Morgen zum Beispiel ein Vortrag zu Power Automate und Power BI Web API von, ich hoffe, ich spreche den Namen aus, Jünte, Jan. Ist das richtig? Ich hoffe. Der was zu Power Automate und Power BI Web APIs erzählen wird. Gleichzeitig haben wir dann der Reza Durrani am selben Tag wird was zu Power Platform Integrations erzählen. Und am 14.12. gibt es in der Microsoft Cloud und Office 365 Rhein-Main Gruppe etwas zu Numeric Calculations in DAX-Formeln von Markus. Ansonsten bietet die Power Platform User Group Stuttgart jeden Mittwoch um 17:30 Uhr mit verschiedenen Gastsprechern verschiedene Themen an, sowie jeden Freitag um 10 Uhr die Power Platform User Group Hannover mit Stefan und Tomislav verschiedene Themen rund um die Power Platform beim Power Atelier. Und schau doch gerne mal bei der Power Platform Unique Group rein, die ist auf LinkedIn zu finden. Da sind dann auch mal wieder verschiedene Veranstaltungen, die eingeplant werden können. Heute freue ich mich sehr, den Michael begrüßen zu dürfen. Hi Michael, Hi. der uns ein bisschen was zum Center of Excellence erzählen wird und uns da mit reinnehmen wird, dass ja Security und Governance natürlich ein wichtiges Thema ist, die einfach dabei beachtet werden müssen, wenn man mit der Power Platform einsteigt und wie das Center of Excellence dabei helfen kann, welche Funktionen es da gibt. Normalerweise haben wir ja eine kleine Art Gastgeschenk sozusagen, dass wenn du jetzt nach Köln kommen würdest zu uns, dass wir da was geben. In diesem Fall ist es jetzt so, dass wir dir gerne eine kleine Urkunde überreichen möchten, eine Baumurkunde. Das Meetup heute verursacht natürlich auch ein bisschen CO2 durch die Server, die im Hintergrund laufen, und wir versuchen als Meetup da dem ein bisschen entgegenzuwirken, dass wir sagen, für deinen Beitrag heute möchten wir dir gerne haben wir einen Baum pflanzen lassen, sage ich mal, der Hervorragend. dann einmal an dich übergeben wird und womit wir versuchen wollen, die Emissionen etwas damit auszugleichen. Für Finde das ich Meetup sehr heute. cool. Vielen, vielen Dank. Lass den aber ruhig Gerne. in Lüdenscheid stehen. Müsst ihn nicht überreichen. Damit übergebe ich an dich. Du hast gerne das Wort und viel, viel Spaß. Ich werde auf den Chat achten, falls irgendwas kommt. Wenn du aber sagst, können gerne auch dazu. Dann, ja, Stage is yours. Ja, super. Also vielen Dank erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich mag das Thema sehr gerne und ich werde nicht müde, das immer wieder zu erzählen. Vielleicht teile ich mal meinen Bildschirm. Damit fange ich mal an. So. Und zwar, also grundsätzlich erstmal nochmal, falls ihr zwischendurch Fragen habt oder irgendwas anmerken wollt oder sowas in der Richtung, ruft ruhig rein. Ich sehe euch nämlich nicht. Ich habe gerade schon dem Marvin verraten, dass ich heute nicht wie sonst aus Köln funke sozusagen, sondern ich bin heute aus Düsseldorf unterwegs. Hatte gerade überlegt, ob ich das sage oder nicht, aber ich tue es jetzt einfach. Deswegen, ich habe nicht so viele Monitore, wie ich das gewöhnt bin. Von daher sehe ich euch nicht, aber ich höre euch. Ansonsten, ich werde gleich wahrscheinlich immer mal wieder hier so rüberschauen. Das ist hier ist nämlich ein Monitor und hier ist so ein bisschen meine Notizen. Also ich schwenke immer rüber.
Nicht, weil ich euch nicht angucken möchte. Wie gesagt, ich sehe euch gar nicht. Mir fehlen einfach Monitore. Ich habe nachher ein paar Links mitgebracht, die packe ich gleich alle in den Chat, sodass ihr auch direkt zugreifen könnt und nicht auf die Folien warten müsst oder das irgendwie aus der Präsentation oder aus der Aufzeichnung aufschreiben müsst. Die packe ich einfach dahin, dann findet man das alles sehr schnell. Und vielleicht nochmal kurz zu Überblick, aber das machen wir gleich bei der Agenda, worauf so ein bisschen der Schwerpunkt liegt. Genau, Marvin hat schon gesagt, Center of Excellence Starter Kit ist heute das grobe Thema. Security und Governance ist keine Hexerei. Ganz, ganz wichtige Themen und ich erzähle natürlich so ein bisschen was aus meiner eigenen Erfahrung, also das, was ich so erlebe, vor allen Dingen auch beim Kunden. Und es kann natürlich sein, dass eure Erfahrungen abweichen. Ich würde mich am Ende freuen über ein bisschen Feedback und vielleicht Austausch, was ihr schon so erlebt habt oder gesehen habt oder was euch sinnvoll erscheint, was nicht. Gibt vielleicht auch ein paar kontroverse Themen, habe ich mal wieder gesehen. Schauen wir mal. Aber das nur so ganz kurz dazu und ich fange mal einmal an mit für alle, die mich nicht kennen. Drücke aufs Knöpfchen, nichts funktioniert, hervorragend. Na, so, also ich bin Power Platform Consultant, jetzt schon seit ein paar Jährchen irgendwie und bin aus dem Bereich eigentlich Change Management und User Adoption. Also ich habe eigentlich sehr viel mit Nutzern zu tun und nicht so richtig viel mit, ich sage mal, Technik. Bin gelernter Pädagoge und habe keinen IT-Hintergrund, aber irgendwie bin ich vor 10 Jahren in so ein IT-Projekt gerutscht und kleben geblieben. Und ja, jetzt bin ich hier. Dadurch, dass ich halt nicht so einen richtigen Deep Dive technisch irgendwie jemals mache, mache ich meistens Material für Beginner und mache so Anfängermaterial, weil viel mehr fällt mir auch schwer, aber auch ich entwickle mich und wird ein bisschen besser und bin damit eigentlich ganz zufrieden gerade. Also Beginnermaterial und deswegen geht es bei mir sehr, sehr viel ums Lernen eigentlich, um was Neues zu machen. So bin ich auch an diese ganze Sache gekommen. Ich habe für mich irgendwann mal gesagt, ich fange jetzt an mit der Power Platform, weil die Einstiegshürde schien mir irgendwie machbar. Und habe das gelernt, habe alle meine Lernerfahrungen in einen Blog aufgeschrieben und das wird irgendwie immer größer und jetzt rede ich auch über das, was ich gelernt habe. Und wie gesagt, in letzter Zeit mache ich sehr viel mit dem Center of Excellence und von daher erzähle ich euch jetzt davon was. Ich habe irgendwann dadurch, dass ich das allen Leuten immer so erzähle, was ich lerne, bin ich im Juli dieses Jahres, im September dieses Jahres, Microsoft MVP geworden für die Business-Applikation. Was ganz spannend ist, das weckt immer viele Erwartungen und irgendwie habe ich das Gefühl, 95% von den Business Applications beruhen auf Dynamics, habe ich keine Ahnung von. Ich habe eher so einen SharePoint-Hintergrund. Und ansonsten, hatte ich es auch gerade schon im Abend kurz gesagt, bin ich Consultant am Tag und Designer bei Nacht. Also ich habe noch so ein kleines Nebenbusiness als Grafikdesigner. Falls ihr also mal ein Logo braucht oder eine Strategieberatung zu Logos oder zu Content, bin ich gerne für euch da und ich habe auch einen T-Shirt-Shop. Dieses hübsche Power-Plattform-T-Shirt und ein paar andere gibt es auch. Ich habe gerade schon überlegt, ob wir den Chat hier reinpacken oder den Link in den Chat-Button. Das aber eventuell später. Und jetzt fangen wir mal an, auf den Inhalt einzugehen. Und zwar, was ich heute machen möchte, ist einmal so ein bisschen, was ist eigentlich das Center of Excellence Data Kit? Weil ich finde immer, Center of Excellence Data Kit ist relativ nichtssagend. Und ich gehe am Anfang erstmal ein bisschen ein, was ist denn das Ganze? Wofür ist es gut? Warum sollte mich das interessieren? Und was sind die Ziele von so einem COE. Und ich werde jetzt COE sagen, weil es sehr viel leichter von der Zunge geht als Center of Excellence Starter Kit. Wenn wir uns angeschaut haben, was das Ganze ist, wofür das gut ist, gehe ich so ein bisschen drauf ein, für wen brauchen wir das eigentlich und warum brauchen wir das? Um zu schauen, wie sieht denn das eigentlich mit der Einführung in Unternehmen aus, gerade wenn man mit der Power Platform startet, gibt es so ein paar Dinge, die man, ich sag mal so ein paar Stolpersteine. Es wäre ganz nett, wenn man da vorher mal ein bisschen drüber nachgedacht hätte. Oder wenn man darüber vorher nachdenkt. Und das COE hilft so ein bisschen dabei. Und das werden wir so ein bisschen zusammenbringen. Dann gibt es noch so das, was ich einfach nicht besser übersetzen kann auf Deutsch, den Path to Awesome. Also was muss ich eigentlich tun, um das ganze Ding zu installieren? Wie komme ich dran? Das zeige ich euch auch. Dazu stelle ich euch auch die meisten Links irgendwie rein. Da gibt es ein paar sehr hilfreiche Links, die ich nochmal so rüberwerfen möchte, weil die echt helfen. Und danach gucken wir uns so ein paar Sachen, ausgewählte Sachen in der Demo an. Ich zeige euch ein bisschen, wie das Ganze so aussieht, sodass ihr dafür ein kleines Gefühl kriegt, was das so ist, was euch erwarten kann. Gut, starten wir mal rein mit, was ist das Center of Excellence Data Kit mit so einer kleinen Definition. Und ich habe so ein bisschen gesucht und wenn man Center of Excellence Definition sucht und googelt, dann findet man ganz, ganz viele verschiedene Definitionen. Und ich habe mal die drei sprechendsten irgendwie mitgebracht, die ich ganz witzig finde. Auch. Also das erste ist die längste, ein COE, Center of Excellence, bringt Menschen aus verschiedenen Disziplinen zusammen und bietet gemeinsame Einrichtungen oder Ressourcen. Es ist in der Lage, vorhandenes Fachwissen und Ressourcen in einer Disziplin oder Fähigkeit zu bündeln, um Leistungen und Wert auf Weltklasse-Niveau zu erreichen und zu halten. Und deswegen habe ich das rausgesucht auf Weltklasse-Niveau. Das finde ich ist ein hervorragendes Ziel, da sollte man irgendwie, also das ist ein COE.
Eine andere Definition, die ich gefunden habe, ein COE ist eher die koordinierende Funktion, die sicherstellt, dass Veränderungsinitiativen mithilfe von Standardprozessen und kompetenten Mitarbeitern konsequent und gut umgesetzt werden. Das ist der Fokus, den ich da gesehen habe eigentlich. Standardprozesse und kompetente Mitarbeiter fand ich irgendwie ganz gut. Und meine Lieblingsdefinition, die von Microsoft höchst persönlich kommt, eine Vorlagensammlung von bewährten Verfahren. Schön knackig auf den Punkt. Und wenn ich das mal so ein bisschen zusammenbringe, denke ich, wenn ich das mal so aufs Wesentliche eindampfe und runter habe ich eigentlich drei verschiedene Dinge. Ich habe unterschiedliche Menschen, die ich zusammenbringen will. Ich stelle Ressourcen zur Verfügung, um Wissen oder Change oder um Prozesse zu unterstützen. Und ich möchte meine Leistungen verbessern. Und das ist eigentlich das, was das COE ausmacht. Welche Form das jetzt wiederum annehmen kann, ist höchstem Maße verschieden. Also bei verschiedenen Kunden gesehen, dass manche ein COE gehabt haben, das war eine Gruppe von Personen, die sich einfach zusammengesetzt haben und Expertise ausgearbeitet haben. Hier jetzt in dem Fall bei Microsoft haben wir eine Sammlung von Apps und verschiedenen Solutions auf Basis der Power-Plattform, die uns was bringen. Also es kann vielfältig aussehen. Ich zeige euch jetzt das von Microsoft. Vielleicht noch neben dieser Definition, also Menschen zusammenbringen, Ressourcen zur Verfügung stellen, Change unterstützen, beziehungsweise eine Veränderung oder einen Prozess zu unterstützen und Leistung verbessern. Das sind so die Sachen, die das ganze Ding ausmachen und die Ziele, die wir damit haben, die dahinter stehen, sind dann entsprechend Innovation fördern, Silos aufbrechen und Wissen und Lösungen teilen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist natürlich jetzt meine Sichtweise, so wie ich das interpretiere und man merkt vielleicht, ich komme aus dem Change-Bereich. Silos aufbrechen, Wissen und Lösungen teilen, das sind halt Themen, mit denen ich mich sehr, sehr viel befasse. Genauso wie Innovation fördern. Und selbst wenn ich jetzt hier sehe, ich sag mal, relativ technisches Thema wie das COE, gerade im Bereich Security und Compliance oder Governance, ist auch dafür sehr, sehr gut geeignet. Und ihr werdet gleich vielleicht auch sehen oder hoffentlich kann ich deutlich machen, warum das ein wichtiger Punkt ist dabei, den wir einfach mitdenken müssen und den wir nicht vergessen dürfen an der Stelle. Gut, also wir haben einen groben Überblick darüber, was das COE machen soll und was wir damit anstellen wollen. Also, so schwammig wie das sein mag, Innovationen fördern, Silos aufbrechen, Wissen und Lösungen teilen, durch Standardprozesse, durch verschiedene Ressourcen, durch Kompetenzen. Auf Weltklasseniveau, wohlgemerkt. Gut. Jetzt habe ich auch schon gesagt, die Formen, die das annehmen kann, die sind unterschiedlich. Wir schauen uns mal ganz an, was das bei Microsoft heißt und wie das COE aussieht, was für Komponenten wir da drin haben. Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele. Von daher, ich blätter die ersten mal eben so ganz kurz auf. Auf einmal war das was ich wollte. Wir haben diese Core-Components. Ich habe an der Stelle übrigens darauf verzichtet, die zu übersetzen, weil wenn ich die übersetze, die Ressourcen, die man zur Verfügung gestellt bekommt, sind alle auf Englisch. Wenn ich die jetzt übersetze, dann ist vielleicht eine Namenskonfusion, dann wird das nicht deutlicher. Deswegen an der Stelle habe ich das im Englischen gelassen. Also wir haben die Core-Komponenten, die Governance-Komponenten, Nurture, also die man so ein bisschen für Community braucht und für die Nutzer braucht. Theming, also ein bisschen Design, Innovation Backlog und Extend and Modify Komponenten. Also das sind so sechs große Parts, die wir haben, die alle zum COE gehören. Was man braucht, damit das Ding läuft, sind eigentlich nur die Core-Komponenten. Ja, das sind so die ersten. Ne? Das ist so die ersten Lösungen, die man sich so runterladen kann, also eine Solution, die man sich runterladen kann. Da sind halt so ein paar Sachen drin. Und was wir hier sehen, sind sechs Apps, die hier drin sind. Das sind sechs Apps, die auf Grundlage der Power-Plattform, also Low-Code, No-Code, geschrieben worden sind. Und das ist so die Schmalspur-Version, wenn man einfach mal so gucken will, wie sieht das Ding aus. Das ist das alles, was man braucht. Mehr braucht man eigentlich nicht. Es macht aber natürlich Sinn, sich alle Sachen runterzuladen, weil einige Sachen greifen ineinander, funktionieren richtig gut, wenn man sie zusammendenkt und so weiter und so fort. Also man kann das ausgestalten, so wie man das möchte. Core-Komponenten reichen aber. Und vielleicht hier da ein ganz kleiner Überblick darüber, was das ist, was hier drin ist. Wir haben ja einmal dieses Admin Command Center. Da kann man ganz, ganz viele administrative Sachen über das COE selber einstellen. Also wenn meine Nutzer irgendwie mit Apps hantieren und sie kriegen eine Fehlernachricht oder irgendwie eine Hilfestellung. Hilfestellungstext oder sowas, auf welche Online-Community möchte ich das verweisen? Also möchte ich da irgendwelche Links oder hilfreiche Sachen an die Hand geben? Gibt es ein spezielles Teams, was wir zum Beispiel nutzen für Power-Plattform-Themen? Das kann man da hinterlegen. Also da kann man so ein bisschen was einstellen. Was ganz, ganz spannend ist, ist der DLP-Editor, also eine Data Loss Prevention Policy Editor, der uns ermöglicht, Data Loss Policies, die wir haben, auf verschiedene Umgebungen sozusagen anzuwenden und überzustülpen. Und wir sehen da auch
welchen Impact das Ganze hat. Zeige ich auch gleich. Das ist einer von den Sachen, die ich mir nachher anschauen möchte. Dann habe ich einen App-Katalog und ich sehe über meinen kompletten Tenant hinweg, welche Apps sind hier eigentlich bei mir am Laufen. Also welche Apps haben wir alles, egal in welcher Environment. Dann haben wir einmal die App-Permissions und die Flow-Permissions, also eine App, wo ich App-Permissions setzen kann. Also ich kann jemandem die Permissions entziehen, aber auch geben. Sehr, sehr hilfreich, auch so ein bisschen für den ALM-Prozess, also den Lifecycle, Application Lifecycle Management-Prozess. Wenn also jemand, der ganz viele Apps oder Flows baut, das Unternehmen verlässt, haben wir verwaiste Flows und Apps, die keinen Owner mehr haben. Und ich kann jetzt hier als Admin hingehen und in einem Center hingehen und sagen, okay, ich weise diese Ownerschaft neu zu. Das ist also ganz hilfreich. Und den Power Platform Admin View, das ist so das Standardding. Und wenn man irgendwann schon mal einen Screenshot von einem COE gesehen hat, dann kennt man wahrscheinlich dieses Ding. Das ist die einzige Model-Driven App, die da drin sitzt. Und das ist so ein Dashboard, ein Überblick über alles, was in meinem Tenant eigentlich los ist. Zeige ich euch auch gleich. Ist so mit eins der, ja, das ist so das Dashboard, in dem man sich eigentlich am Anfang mal rumtreibt. Und das gibt unglaublich viel Klarheit und Übersicht. Und das ist richtig schön. Damit diese ganzen Dinger funktionieren, braucht man natürlich nicht nur die App. Wir brauchen auch natürlich die richtigen Tabellen dazu und die Flows und die Sicherheitsgruppen und die Berechtigungen, die Verbindungen und so weiter und so fort. Die sind natürlich da alle mit drin. Also ihr ladet euch eine komplett funktionsfähige Solution runter, die ihr in eurer Umgebung importiert und das Ding läuft. Ich kann hier nur nicht alles darstellen, was hier drin ist. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, nur die Apps sozusagen darzustellen. Da ist noch ein bisschen mehr drin, was hier nicht ist, weil wenn ich jetzt mal alles so ein bisschen aufklappe und hier die Governance-Komponenten, das sind halt auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Apps und 4 Business-Process-Flows. Genau. Und ich habe halt in all meinen Komponenten ganz, ganz viele Apps drin. Zu jedem dieser Apps gehören natürlich die entsprechenden Sicherheitsgruppen, die Tabellen und die Flows, damit das funktioniert. Kann ich nicht alles auflisten, sonst wäre es wirklich, wirklich viel. Aber wenn ich halt alles auflöcke, sieht man schon, da sitzt ein ganzer Sack von Apps drin, die natürlich komplett funktionsfähig sind. Und damit könnt ihr unglaublich viel machen. Also es ist ein sehr, sehr dickes und großes Paket. Und da ist richtig cooler Kram drin. Core-Komponenten habe ich gerade schon so gesagt. Also ne, ich kriege eine Übersicht über meine Apps, hier mit dem App-Katalog oder auch mit dem Power Platform Admin View und kann mich um die Data Loss Preventions kümmern. Das ist so das Kernthema dieser Core-Komponenten. Die Governance-Komponenten, da geht es dann viel darum, dass ich hier so einen Cleanup-Flow habe, dass ich meine Flows und Apps archivieren kann. Ist natürlich auch mal ganz spannend, wenn ich irgendwie was habe, was aufbewahrungspflichtig ist oder wenn ich damit solche Sachen bearbeite mit meinen Apps, dass ich immer sagen kann, okay, das haben wir dann benutzt und das ist dann archiviert worden, dann ist der Zugriff entzogen worden. Das heißt, ich habe damit eine sehr, sehr schöne Übersicht, das alles zu dokumentieren. Und wer ein bisschen schon sich mit Flows und Apps in verschiedenen Solutions, also in Managed und Unmanaged Solutions auskennt, der ist vielleicht schon mal darauf gestoßen, dass wenn ich eine in meiner Solution alle meine Teile habe, also eine App und meine Tabellen, die ich habe und alles steckt in dieser Solution drin, wenn ich diese App wieder deinstalliere und runterbringe und versuche und vermeintlich leer mache sozusagen, dann verbleibt immer ein ganzer Rest an Daten, also an Altdaten sozusagen, der bleibt da drauf und den kriegt man nicht weg. Es ist ganz, ganz schwierig, einmal erstellte Solutions wieder komplett leer zu kriegen. Und da gibt es hier eine App, die heißt Cleanup Old Objects. Damit kann ich Flows und Apps aus solchen Dingern radikal entfernen und mir meinen Speicherplatz auf meinen Environments wieder freimachen. Also das ist auch sehr, 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 sehr hilfreich. Wer versucht das von Hand zu machen, der ist wahrscheinlich nahe dem Wahnsinn irgendwann ausgekommen. Das ist unglaublich unhandlich. Dann habe ich hier auch ein Developer Compliance Center und einen Compliance Status. Das sind ganz schöne Übersichten darum, wie steht es um die Compliability meiner App. Das heißt, hat der Nutzer oder der Maker, also derjenige, der diesen Flow oder diese App gemacht hat, alle Informationen ausgefüllt und dem Organ der Organisation oder dem Admin bereitgestellt, damit ich alle Informationen im Überblick habe, damit ich eine vernünftige Compliance Status gewährleisten kann. Auch davon, ich glaube, das Developer Compliance Center schauen wir uns gleich an. Das ist auch sehr, sehr schön. Das mag ich sehr gerne. Und ich sehe gerade den App and Flow Archive Clean Up View habe ich hier zweimal aufgeführt. Das ist wohl ein kleiner, ich sag mal, Tippfehler. Den müsste ich da mal nochmal rauslöschen. Und ich habe hier auch Business Process Flows Approvals. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Das sind genau 4. Das ist kein Zufall. Das bezieht sich auf Apps und Flows und Virtual Agents und Dashboards, also die 4 Komponenten der Power Platform. Sobald ich sowas Neues in meiner Unterorganisation einbringen möchte und ich arbeite als Admin zum Beispiel im COE, dann führt mich so ein Business Process Flow durch den Approval-Prozess durch, dass ich an alles denke.
Also ich kann den Maker zum Beispiel fragen, da steht drin, hat der Maker einen Namen eingegeben, hat der eine richtige Description eingegeben, sind hier mindestens zwei Owner angegeben. Also alle diese Sachen, diese Regeln, auf die man sich vorher einmal einigen sollte, um das ganze Ding auf professionelle Füße zu stellen, werden da abgefragt, sodass ich nichts vergesse und dass ich eine vernünftige Dokumentation habe über meine Apps. Und das kann ich natürlich dann an denjenigen, der eine App oder ein Flow oder ein Dashboard oder was auch immer erstellt, weiterbringen. Also das hilft mir sozusagen, diese Governance Components, die helfen mir dabei, den Job richtig zu machen, wenn ich vielleicht entweder nicht so richtig genau weiß, wie es funktioniert, oder wenn man sagt, ich mache das nur so nebenher, das ist eigentlich nicht meine Hauptaufgabe. Auch das höre ich nämlich immer wieder, dass ich Admins habe, die sagen, ja, so Power Platform, den ganzen Kram, den mache ich mehr so nebenher. Das war nie so richtig meine Hauptaufgabe. Also kann man sich auch ganz gut vorstellen. Das hilft also sehr, sehr gut, diese Governance-Komponenten so ein bisschen nochmal im Blick zu halten und da nichts zu vergessen. Die Nurture-Components, die haben vor allen Dingen als Zielgruppe die Maker. Und Maker, ich hatte es jetzt schon mehrfach gesagt, sind jetzt die Leute, die halt Apps machen, die Flows machen. Also die Leute, eventuell auch meine Citizen Developer, also die Leute, die keinen IT-Background haben und trotzdem mit der Power-Plattform rumspielen. Da gibt es nämlich die sogenannte Maker Assessment. Diese Maker Assessment App, die zeige ich euch gleich auch. Das ist ganz fantastisch. Da wird der Maker so ein bisschen durchgeführt, wozu ist deine App eigentlich? Und auf welcher Environment soll die laufen und was möchtest du damit erreichen und was für eine Datenquelle brauchst du? Also die bringt den Maker dazu, sich im Vorfeld, bevor er sagt, ich starte mal einfach durch und fange mal an, sich ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Und das ist immer unglaublich hilfreich, wenn man erst denkt und dann handelt. Ich kenne das nämlich selber von mir. Ich habe irgendwie eine Idee und bin ganz aufgeregt, möchte das umsetzen. Und dann stellen sich nachher, wenn ich die in unsere Organisation einbringen möchte, stellen sich Fragen, über die ich vielleicht noch gar nicht nachgedacht habe. Also zum Beispiel, welche Security-Gruppen brauche ich eigentlich für diese App und wer sollte daran irgendwas machen dürfen und wer nicht. Und diese App hilft es natürlich dann einmal dem Maker, sich vorher ein bisschen Gedanken zu machen. Und da gibt es die entsprechende Admin-App dazu, das ist die oben drüber, diese hier. Die hilft mir natürlich, diese App so ein bisschen so zu administrieren, welche Fragen soll sich der Maker eigentlich stellen. Also das ist ganz schön. Dann gibt es ja auch einen Template-Katalog für die Maker oder halt für die Nutzer, dass man dann sieht, welche Apps haben wir eigentlich mit einem hübschen Icon und einer Description und sagen, was soll das eigentlich, was macht die App eigentlich. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, Training in a Day, Management und Registration, das ist eigentlich eine App, um ein Training zu planen und aufzusetzen. Ne? Also da kann ich sagen, wir haben an so und so viel ein Training für euch, liebe Leute. Hier ist eine Anmeldeliste, könnt ihr euch anmelden. Also hier einmal die Registrations-App, um sich für Nutzer, um sich zu registrieren und einmal die Management-App, um zu sagen, ich plane Trainings bei uns in unserer Firma. Dieses Training in a Day erinnert natürlich sehr an dieses Microsoft-Konzept, hier App in a Day oder sowas oder Flow in a Day. Das muss nicht so sein. Man kann da x-beliebige Trainings reinschreiben oder irgendwas anderes, aber man hat eine App, die einem dazu halt dabei hilft, solche Termine und so Trainings vorzubereiten, zu planen, die Anmeldelisten zu managen und sowas. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön. Nimmt einem auch wieder sehr viel Arbeit ab. Bei den Theming-Komponenten, also wo es hier so um Design geht, können wir halt so einen Theme-Editor vorgeben und dann eine Theme-Gallery. Die können wir unseren Nutzern an die Hand geben. Damit wir so ein bisschen gucken, dass die Apps vielleicht alle ein bisschen gleich aussehen oder halt nicht so ein User-Interface aus der Hölle haben, dass das ein bisschen vernünftig funktioniert. Weil gerade Citizen-Developer, die natürlich nicht so richtig viel Ahnung davon haben, wie man so eine App gestaltet oder wie die aussehen könnte, dass das gut ist, denen hilft es natürlich immer, wenn wir sagen, so, wir haben ein paar Guidelines für euch vorbereitet und die könnt ihr hier einfach nutzen. Genauso wie eine Component Library, die wir hier einsetzen können, das ist genau das gleiche wie die Power App Components, die ihr vielleicht schon kennt. Also ich muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Ich habe irgendwie mal ein cooles Navigationsmenü für eine Power App gemacht und da mache ich eine Komponente draus, sodass ich sie einfach immer in jede App, die ich habe, importieren kann, ohne sie immer neu bauen zu müssen. Das können wir natürlich auch adminseitig vorbereiten und uns den Usern ganz hilfreich zur Verfügung zu stellen. Da kommen wir dann so ein bisschen dazu schauen, das beschleunigt natürlich den App-Bau-Prozess und hilft natürlich auch allen, dass das vernünftige Apps werden, die A, professionell aussehen, die B, vielleicht noch auch mit unserem Corporate Identity übereinstimmen und mit den Komponenten. Finde ich wirklich super, wenn man irgendwie so ein paar Komponenten hat, die ich mir schnell zusammenklickern kann. Ich habe so ein paar schon gesehen, die eine so große Component Library mittlerweile hatten, dass man sich ganze Apps einfach echt extrem gut zusammenklicken kann, ohne wirklich was, ohne auch nur Low-Code zu schreiben. Also das ist eine ganz coole Nummer auch. Innovation Backlog Components, das sind noch diese Sachen, die richten sich so wirklich noch an Nutzer. Das ist vor allen Dingen diese eine App, Innovation Backlog, also sagt es schon fast, ne? Wenn irgendjemand eine Idee hat für eine coole App, für einen coolen Flow, für ein cooles Dashboard, dann kann man das da reinschreiben und dann werden da so Fragen drin, was für einen Prozess möchtest du damit abbilden, wobei hilft dir das,
was spart das uns das an Zeit zum Beispiel oder sowas. Da werden so ein paar Fragen gestellt, um halt auch Leute, die keine Ahnung haben, auch nicht von der Bauerplattform, und die sagen, könnte man das nicht automatisieren? Da werden so ein paar richtige Fragen gestellt, um den Leuten quasi so ein bisschen die Infos aus der Nase zu ziehen, wo könnte man hinschauen, um daraus eine App oder einen Flow oder ein Dashboard zu machen. Und das heißt, das holen wir wirklich alle User sozusagen in den Ideenprozess, wie könnte Digitalisierung aussehen und wie könnte das gehen. Wir sehen dann natürlich in der Admin-App sehen wir natürlich eine lange, lange Liste an Ideen. Was könnten wir noch digitalisieren oder wie könnte man das machen und kann das dann bewerten. Auch dafür gibt es nachher nochmal ein Business Process Flow, der dann sagt, wie gehe ich mit meinem User, der die Idee eingereicht hat, eigentlich da am besten durch und wie mache ich da am besten eine App draus. Zu guter Letzt Extend und Modify Components, das ist das, was gerade noch sehr im Wachsen ist. Da geht es vor allen Dingen darum, dass wenn ich zum Beispiel in meinen verschiedenen Environments Security-Gruppen einrichte, also dass ich sage, diese Security-Gruppe hat bitte keinen Zugriff auf Power Platform. Und das ist die User-Gruppe der Maker zum Beispiel, die hat Zugriff, aber nur auf folgende Umgebungen zum Beispiel. Dass ich das auch mit meinem AAD verknüpfen kann und synchronisieren kann. Und da kann ich auch den Template-Katalog, den wir hier den Nutzern zur Verfügung stellen können, den kann ich hier auch in meinem AD verknüpfen und da ein bisschen leichter managen. Also das ist so, wie bringe ich das Ganze nochmal ein bisschen tiefer in meine IT-Landschaft und wie verknüpfe ich das noch ein bisschen stärker. Das war ein ganz kurzer Ritt sozusagen durch die ganzen Komponenten des COEs und damit kann man sehr viel machen. Da stellt sich natürlich immer eine Frage, wenn ich so ein Riesenpaket komme, was kostet das Ganze alles? Und ich schätze, fast alle kennen dieses Logo. Falls das jemand nicht kennt, das ist das Icon von GitHub. Und das heißt, das Ganze ist Open Source. Das heißt, das kostet erstmal nichts. Bis auf die Zeit, die wir brauchen, um das ganze Ding zu installieren. Und Lizenzkosten. Ne? Also, aber das ist sowieso klar. Wenn ich Apps für meine ganzen Nutzer zur Verfügung stelle, muss ich Lizenzen haben und ausrollen. Das Schöne daran ist, dadurch, dass es Open Source ist und mittlerweile ein ganzes Team daran arbeitet von Leuten, man kann selber mitarbeiten, also man kann selber neue Issues zum Beispiel einreichen, wenn man sich ein bisschen mit GitHub natürlich auskennt. Kann man also selber ein paar Sachen machen. Man findet da unglaublich viel Hilfestellung, falls mal was nicht funktioniert. Also da arbeiten mittlerweile sehr viele dran und deswegen ist auch die Problemlösung relativ schnell. Und das andere, was sehr schön ist, das wird ständig upgedatet. Also ich habe ungefähr einen Release pro Monat. Das ist das Schöne und das manchmal auch ein bisschen Nervige. Das heißt, wenn ich mein COE irgendwie deploy und ausrolle und ich habe das Ding 4 Monate nicht angefasst und dann möchte ich es wieder benutzen, wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, weil wir das einmal updaten müssen. Das Updaten geht zum Glück relativ schnell und relativ problemlos. Aber so haltet ihr es immer natürlich auf dem aktuellen Stand oder auf dem aktuellsten Stand. Und das ist eigentlich ganz praktisch und ganz schön. So, Wir haben da eine war Frage im Chat. ja. Was ist oder wer ist die Zielgruppe vom COE? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die erste Zielgruppe sind Admins, die Power-Plattform im eigenen Unternehmen administrieren müssen. Die Zielgruppe sind aber auch Maker, also Leute, die vielleicht, also wie auch immer, irgendwelche Leute, die Power-Plattform-Lösungen herstellen oder erstellen. Wie auch immer das aussieht, wie auch immer der Background ist, sozusagen. Also beiden Zielgruppen hilft es ungemein. Meistens rede ich damit mit Leuten, die, ich sag mal so, die so Entscheidungsträger sind irgendwie in Organisationen, die halt sagen, wenn ich damit so ein bisschen vor allen Dingen meine Security und meinen Überblick über alles habe, so gewährleisten kann, dann klingt das ganz gut, weil spätestens, dass mit Covid alle Leute Teams eingeführt haben oder alle Organisationen Teams eingeführt haben und haben jetzt einen Teams-Wildwuchs. Das Gleiche funktioniert natürlich auch mit der Power-Plattform. Und wenn man da sagt, da müssen wir irgendwie was so ein bisschen einen Griff dran kriegen, dass das kein Wildwuchs mehr wird und dass wir noch ein bisschen Ordnung reinbringen, dann ist das COE eigentlich ganz hilfreich. Also profitieren tun davon alle. Idealerweise sind es Admins. Ich weiß jetzt aber auch, dass die meisten Admins, die ich so kenne, nicht Power Platform Admin auf der Stirn stehen haben und da trotzdem irgendwie rumkommen. Von daher ist das Starter Kit auch da irgendwie ganz hilfreich. Ich hoffe, das beantwortet schon mal ein bisschen die Frage. Ansonsten können wir danach auch noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Ich komme nämlich jetzt so ein bisschen auf das für wen, warum und wieso. Und das ist was ich eigentlich, also diese Überlegung möchte ich eigentlich jedem immer ganz laut mit ans Herz geben, weil das ist jedes Mal, wenn ich über Power Platform Einführung bei Organisationen spreche, ob sei es mit Kunden und sei es mit Kollegen, wie auch immer,
es kommen immer wieder die gleichen Fragen auf oder die gleichen Stolpersteine. Und da möchte ich jetzt noch ein bisschen drankommen. Wir haben drei verschiedene Nutzergruppen, die sich mit der Power-Plattform auseinandersetzen. Das sind die User, das sind Entwickler, und ich habe sie jetzt hier Developer genannt, und damit möchte ich nicht Admins ausschließen. Ich sage mal IT-Leute, und User sind halt die Leute, die das Ganze dann im Endeffekt nutzen. Ja, wir haben also den einen, der nutzt die Software. Der schreibt ideal normalerweise keinen Code. Der kann aber Anforderungen an die eigenen Arbeitsrollen definieren. Also was muss ich eigentlich tun? Wie sieht mein Arbeitsalltag aus? Auf der anderen Seite haben wir die IT-Leute. Das sind die, die normalerweise diese Software entwickeln. Das machen sie oft mit Code, sei es Low-Code oder Pro-Code oder was auch immer. Und normalerweise können die die Anforderungen in Lösungen umsetzen. Das sind ja die zwei Rädchen, die zusammenbringen, damit ich eine vernünftige IT habe und einen vernünftigen Nutzer. Und dann können beide arbeiten. Hier kann einem schon ausfallen, dass wenn ich Anforderungen in Lösungen umsetzen möchte, dann müssen die Anforderungen auch so formuliert sein, dass ich sie verstehe. Da ist schon so eine erste kleine Stolperstein irgendwie mal drin. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal mitbekommen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass IT-Leute und User oftmals nicht so richtig die gleiche Sprache sprechen, und das kann manchmal knifflig sein. Mit der Power-Plattform oder mit der Einführung der Power-Plattform haben wir natürlich jetzt eine dritte Gruppe, und das sind halt eben diese Maker oder Citizen Developer da drin, die Lösungen entwickeln, Apps und Flows, Dashboards, was auch immer. Das machen sie mit Low-Code, No-Code. Und das Schöne an denen ist, die können oft Anforderungen verstehen, weil sie aus dem Business kommen, und die können sie irgendwann, wenn sie ein bisschen Erfahrung damit haben, auch ganz gut übersetzen, weil sie halt selber an der Entwicklung von Lösungen beteiligt sind und damit wissen, was die Probleme sind. Was muss ich eigentlich wissen, damit ich zum Beispiel eine Anforderung in eine Lösung umsetzen kann? Von daher eigentlich eine ganz praktische Rolle, die manchmal so ein bisschen eine Brücke zwischen User und klassischer IT schlagen kann. Aber alle drei sind jetzt mittlerweile in der Power-Plattform unterwegs. Und wenn man drei Usergruppen oder drei Rollen, sage ich mal, also verschiedene Rollenprofile aufeinander jagt, dann kann das manchmal mit so ein paar Dingen einhergehen, auf die man nicht so richtig gekommen ist vorher. Also wenn wir uns das Ganze anschauen, alle drei Gruppen arbeiten jetzt auf einer Plattform zusammen, treffen aufeinander und müssen auf einmal miteinander arbeiten. Das heißt nicht nur irgendwie nebeneinander herarbeiten, sondern wirklich aktiv miteinander. Wenn ich das Ganze so aufziehe, dass ich sage, meine Lösungen, die von den Makern, von wem auch immer, wenn ich meine Low-Code, No-Code-Lösungen einsetzen möchte, dann möchte ich sie idealerweise von meiner IT auch administriert haben, weil wir wollen keine Parallelstruktur aufbauen, keine Schatten-IT haben, sondern das soll eigentlich Hand in Hand gehen. Von daher müssen mindestens zwei, nämlich die Maker und die Developer, irgendwie zusammenarbeiten. Und wenn wir uns diese Gruppen oder Rollen jetzt ein bisschen genauer anschauen und das jetzt mal, ich sage mal, idealtypisch darstellen und beschreiben, was natürlich wirklich nicht auf jeden zutrifft, aber so grob. Und ich sage, was können und kennen die eigentlich in Richtung, was sind so die Fähigkeiten von denen? Die Maker, habe ich gerade schon gesagt, kommen meistens aus dem Business und kennen daher die Business-Anforderungen relativ gut. IT-Fähigkeiten, ich sage mal, die sind so mittelmäßig. Oftmals sind die Maker ja die, die eine Lösung für irgendwas suchen, was sie gerade nicht gelöst kriegen, und fangen dann an, rumzuklicken. Und der Begriff Maker bzw. Citizen Developer, habe ich jetzt auch gelernt, ist gar nicht mal so neu. Mir ist der vor allen Dingen erstmal neu also seit ein paar Jahren jetzt untergekommen. Aber ich glaube, von der Geschichte, das habe ich jetzt mal so gehört, gibt es das schon seit bestimmt 20 Jahren oder sowas. Und es leuchtet auch ein. Ich stolper nämlich immer wieder über diese vor allen Dingen Excel-Tabellen, die so 6, 7, 8, 9, 10 Worksheets haben, die mit Makros automatisiert sind und die unglaublich riesig geworden sind, und wo es genau einen gibt, der das weiß, wie das Ding funktioniert und der das Ganze maintainen kann. Und das ist ja auch der Ansatz von Microsoft, dass ich sage, wenn ich so einen Excel-Power-User habe, dann kann der auch eine Power-App basteln, weil die Syntax ist eigentlich mehr oder weniger identisch. Also IT-Fähigkeiten haben wir irgendwo bei diesen Makern. Die sind schon da. Das ist auf jeden Fall was Gutes. Das heißt nicht unbedingt, dass Power-Plattform-Fähigkeiten da sind, weil die Syntax ist nun mal ein bisschen eigen, und nur weil ich Excel gut kann, heißt es das nicht, dass ich mit Power BI auskenne zum Beispiel. Ne? Power-Plattform-Fähigkeiten sind meistens relativ am Anfang, wenn wir darüber nachdenken, dass wir gerade erst so ein bisschen das Ganze einführen. Schauen wir uns die andere Seite ein. Die ITler. Wie sieht das bei denen aus? Bisschen anders. Business-Anforderungen sind meistens relativ ganz gut irgendwie da, weil die kennen ja ihren Laden, die wissen, was die Organisation macht, aber die genauen Details für jede einzelne Abteilung kennen die natürlich nicht. Ist ja auch nicht deren Aufgabe. Wir haben die für was anderes eingestellt, und zwar für ihre IT-Fähigkeiten, dass sie sozusagen am Hintergrund alles am Laufen halten. Dafür sind sie meistens richtig gut. Und der Punkt ist, den jetzt ganz, ganz oft übersehen wird, ist der, dass wenn ich jemanden habe, der sich echt gut in IT auskennt, heißt das nicht automatisch, dass er sich auch gut in der Power-Plattform auskennt. Weil die Syntax ist eine eigene und auch die Logik ist eine eigene.
Das sehen wir vielleicht gleich nochmal, wenn ich kurz nochmal über einen klassischen ALM-Prozess spreche, also Adoption Lifecycle Management. Der ist in der Power-Plattform grundlegend anders von dem, wie ich das normalerweise in der Entwicklung mache. Und das ist natürlich dann auch für jeden, der einen IT-Background hat, unglaublich schwer. Man muss sich da einarbeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein bisschen schneller geht als die bei jemandem, der gar keine IT-Hintergrundfähigkeiten hat, ist natürlich irgendwie da. Die ist natürlich ein bisschen größer. Aber trotzdem, beide müssen sich irgendwie neu in das Thema einarbeiten. Und was jetzt eigentlich passieren sollte, was ich mir wünschen würde, ist ja, dass wenn die zwei auf einer Plattform zusammenarbeiten und beide ihre Power-Plattform-Fähigkeiten so ein bisschen ausbauen wollen, dass sie irgendwie, wenn sie gemeinsam arbeiten, dass meine Maker, meine Citizen-Developer, ein bisschen von den IT-Fähigkeiten von meinen IT-Lern profitieren und ein bisschen was lernen. Zum Beispiel, warum brauchen wir ein Security- und Governance-Konzept oder sowas in der Richtung? Oder wenn der ITler auf einmal sagt, deine Power-App, die würde ich gerne in verschiedenen Umgebungen haben. Also ich habe eine Developer-Umgebung oder eine Entwicklungsumgebung und eine Testumgebung und eine Produktivumgebung. Sowas weiß ein Nutzer natürlich nicht, warum brauche ich drei Umgebungen? Wofür ist es gut? Also wenn da mein Citizen Developer oder Maker ein bisschen was von lernt, würde es nicht verkehrt sein. Gleichzeitig spricht ja dieser Maker dann mit den IT-Leuten und erklärt eigentlich, warum brauchen wir denn irgendwie was für unsere Business-Anforderungen. Wie sehen unsere Anforderungen aus und warum müssen wir das automatisieren oder wie sieht eine App dazu aus? Gleichzeitig lernen dementsprechend auch unsere ITler ein bisschen mehr von den Anforderungen aus unserem Business. Idealerweise. Und wirklich, ganz idealerweise, wenn alles optimal läuft, entwickeln beide natürlich über die Laufe der Zeit Power-Plattform-Fähigkeiten, sodass sie immer besser darin werden und immer schneller darin werden. So der Optimalfall, sage ich mal. Genau. Was uns jetzt also hilft, um genau das, genau diese Möglichkeit zu geben, sozusagen. Wir brauchen ja irgendwo eine Umgebung, in der beide vernünftig arbeiten können und in der beide naja, auch sicher arbeiten können. Sagen wir es mal so. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in das Security- und Governance-Prinzip. Und das ist was, das klaue ich immer von der Emma Darcy, die sich ja auch sehr viel damit auseinandersetzt. Wer sie kennt, ist aus Amerika, Philadelphia. Ist auch mal sehr viel mit der Power-Plattform unterwegs. Und die nennt das Ganze immer, wir brauchen einen Safe Space for Maker. Also wer auch immer mit der Power-Plattform arbeitet, wir brauchen einen Safe Space, einen sicheren Platz, an dem beide Gruppen arbeiten können, sich austauschen können. Denn man kennt das wahrscheinlich von, wer irgendwie schon mal den Prozess mitgemacht hat, zum Beispiel zu M365 zu wechseln oder sowas oder so einen neuen Change zu machen. Wenn man einfach nur die Lizenzen bereitstellt und zwei Leute in einen Raum setzt und sagt, jetzt macht mal was, dann passiert meistens relativ wenig. Und das liegt oft daran, weil beide Seiten haben natürlich so einen gewissen Verfragen, wenn sie irgendwie kommen. Ich habe so die, die mir immer unterkommen, eigentlich von meinen Workshops beim Kunden mal so ein bisschen zusammengefasst und die sind eigentlich relativ klar und deutlich. Also als Maker frage ich mich, was kann ich eigentlich alles mit der Power-Plattform machen? Also was geht da eigentlich alles? Dann natürlich, wie funktioniert denn das Ganze? Weil, ich hatte ja gerade gesagt, Power-Plattform-Fähigkeiten sind am Anfang relativ begrenzt. Was darf ich alles machen? Das ist so ein Kern. Satz, weil wenn man auf einmal als, ich sag mal, Angestellter in einer Organisation mitspielen darf in der IT, dann ist es okay, was darf ich eigentlich hier alles machen und wovor biege ich was? Kann ich was kaputt machen? Das ist natürlich dann die nächste Frage. Und das ist oft eine ganz, ganz große Unsicherheit und ganz, ganz viele trauen sich gar nicht so richtig in Medias Res zu gehen und Vollgas zu geben, weil wie oft hat man schon von der IT was auf die Finger bekommen, weil man irgendwas kaputt gespielt hat? Also ich zumindest schon relativ häufig. Von daher ist das immer unsicher. Wenn ich jetzt denen allerdings sagen kann, pass auf, ich habe hier eine Umgebung für euch geschaffen und da habe ich Security- und Governance-Konzepte in place und ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt nichts kaputt machen, dann hilft das. Die Fragen, die die IT-Leute natürlich haben, sind witzigerweise ganz ähnlich. Was kann ich alles machen mit der Power-Plattform? Ist natürlich auch eine Frage für die. Wenn man jetzt gewohnt ist, einfach mit klassischem Code irgendwie zu entwickeln, kann ich mehr oder weniger fast alles machen. Die Power-Plattform hat natürlich ein paar Limitierungen, aber auch da ist natürlich die Frage, was kann ich alles machen? Ich habe auch da die Frage, wie funktioniert denn das Ganze? Weil IT-Kenntnisse heißt nicht Power-Plattform-Kenntnisse. Und wie integriere ich das eigentlich in meine bestehenden Prozesse? Weil idealerweise habe ich eine vernünftig laufende IT, die ich hier wunderbar administriere. Und jetzt kommen da eine Horde von Makern, die sagen, guck mal, ich habe meine Excel-Tabelle automatisiert. Das muss ich natürlich irgendwie in unsere bestehenden Prozesse integrieren. Und das würde ich gerne am liebsten mit möglichst wenig Aufwand machen. Da ist Microsoft natürlich immer noch so ein bisschen hinterher und wir kommen jetzt langsam daran, dass wir ein Power-Plattform-CLI zu langsam entwickeln, was natürlich für viele ITler unglaublich gut ist, weil als ITler oder Admin ist man natürlich gewohnt, irgendwas mit einem CLI zu machen. Also, dass ich irgendwie ein Skript schreibe, um automatisiert Dinge zu tun und nicht alles per Hand zu erledigen. So einem Maker ist das natürlich nicht wirklich klar und auch dieser muss das natürlich erstmal lernen.
Aber hier merkt man schon, dass beide Seiten irgendwo ähnliche Fragen haben, nämlich was kann ich denn alles machen und wie funktioniert denn das Ganze? Und wie funktioniert das vor allen Dingen in unserer Organisation? Ja, nichts anderes ist ja, was darf ich und was kann ich kaputt machen oder wie integriere ich das in unsere bestehenden Prozesse? Also wie funktioniert das alles in unserer eigenen Landschaft? Und das heißt eigentlich, wenn wir diese Fragen zusammensetzen und wir setzen sie zusammen, ist, wie arbeite ich mit dem anderen möglichst gut zusammen? Das ist was, was unglaublich wichtig ist, was wir machen müssen und bedenken müssen, wenn wir das COE erst einführen, beziehungsweise die Power-Plattform einführen. Das müssen wir müssen diesen Raum irgendwie schaffen. Und das COE, das Center of Excellence, hilft natürlich dabei. Und das hilft uns, eine vernünftige Data Loss Prevention Policy auf die Beine zu stellen. Das hilft uns dabei, einen vernünftigen ALM-Prozess auf die Beine zu stellen, vernünftige Security-Richtlinien. Ich habe einen Überblick darüber, wer ist alles in meiner Environment und wo steht da rum, wer macht was. Und ich kann auch irgendwie auf den großen roten Knopf sagen, stopp, ich schalte das jetzt mal gerade eben ab, weil das ist mir alles zu unsicher. Also diese Möglichkeiten haben wir. Wir haben mit dem COE, und das sehen wir jetzt gleich, wenn wir mal kurz reingehen, da sehen wir die Möglichkeit, ich habe die perfekte Übersicht, das alles zu sehen und diesen Safe Space sozusagen so aufzubauen mit einem vernünftigen Konzept, mit einem Security- und Governance-Konzept, sodass auf der einen Seite die Maker die Sicherheit haben, ich kann machen, was ich will, ich kann hier nichts kaputt machen und ich werde nicht nebenher versehentlich die Produktivumgebung zerschießen. Gleichzeitig haben die IT-Leute die Sicherheit, dass alles irgendwie safe ist. Und die haben natürlich die Sicherheit, dass die Maker sozusagen den nicht in ihre bestehenden Prozesse reinfunken. Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Ich bringe mal dieses lustige Bild, wenn ich mit IT-Lern spreche. Leute, die kleinere Geschwister haben, kennen das. Wenn man selber alles richtig läuft, man kennt sich aus und alles läuft und man kennt die eigenen Prozesse und dann kommt irgendwie das jüngere Geschwisterkind und will auf einmal mitspielen. Das sage ich den wenigsten Makern, weil die finden sich dann immer so ein bisschen auf den Schlips getreten. Aber die ITler können das immer ganz gut nachvollziehen. Maker haben halt keine Ahnung von IT-Prozessen. Und das ist ja auch nicht schlimm. Das muss man nur einfach mal wissen, dass sie das nicht haben. Von daher müssen beide gemeinsam irgendwie schauen, wie kann so ein Safe Space aussehen, dass wir beide vernünftig zusammenarbeiten können. Und darauf bricht man das Ganze oder breche ich das Ganze mal sehr gerne runter. Und wenn wir das verstanden haben, dann sehen wir auf einmal einen sehr großen Mehrwert für das COE und dann kann man das deployen. Das schauen wir jetzt gleich mal ran. Das dauert ein kleines bisschen, bis man das gemacht hat, aber das geht ganz gut und man kommt da eigentlich ganz gut durch. Ich sage auch gleich noch ein bisschen, oder ich zeige gleich noch ein bisschen, was man dafür braucht, um das zu installieren. Da kommen wir jetzt zu, wie man das Ganze installiert. Es gibt so vier Sachen, die ich irgendwie mal sage. Es gibt einmal, wie gesagt, ein GitHub-Repository, wo ich mir das Ganze runterladen kann. Den Link stelle ich gleich nochmal in den Chat, da muss man nicht suchen, aber man kann es auch googeln, geht ganz schnell. Was ich immer dazu brauche, sind die Microsoft Docs-Anleitungen für die Installation und die ist sehr, sehr lang und sehr ausführlich, sehr, sehr hilfreich. Was ich immer dazu brauche, ist der Direktlink zum letzten Release. Weil wenn ich ins GitHub-Repository schaue, ich suche mich dumm und dämlich, um den letzten Release zu finden. Deswegen stelle ich auch den Direktlink zum letzten Release mal an, damit man das direkt findet. Da muss man dann nämlich einfach nur noch auf Download klicken und gut. Und das ist zum Glück auch mittlerweile in der Microsoft-Dokumentation mit drin, es gibt eine Videoanleitung zur Installation. Die besteht aus mindestens 6 Videos. Und da guckt man jemandem zu, der das ganze Ding installiert. Und der macht jeden einzelnen Schritt bei der Installation durch. Also man muss teilweise neue Connections enablen, man muss einen Custom Connector aufbauen und den registrieren und so weiter und so fort. Und der macht das alles so. Und das ist auch wirklich komplett up-to-date. Das ist extrem hilfreich. Dieses Ding ist super sinnvoll und super wichtig. Ich packe das jetzt mal eben in den Chat. Deswegen höre ich ganz kurz auf zu teilen und habe hier gerade mal was vorbereitet. So, wo seid ihr? Wo ist mein Meeting? Ach, komm schon. So ein kleiner Bildschirm. So, hier sind die 4 Links drin. Könnt ihr euch einfach rauskopieren, dann habt ihr sie direkt. Und ich bleibe einfach jetzt mal direkt eben gerade in der Ansicht, weil die nächste Folie sagt eigentlich nur noch, das ist das, was wir uns jetzt mal kurz anschauen wollen. Also einmal Power Platform Admin View, den DLP Editor, Compliance Center und das Maker Assessment, weil das sind so die Sachen, die ich immer empfehle, um ein erstes kleines Security- und Governance-Konzept aufzubauen. Das sind die Sachen, die ihr braucht. Und da seht ihr schon, die Core-Komponenten würden theoretisch reichen, um das COE zu betreiben, aber wenn ihr euch mindestens noch die anderen 2 dazu packt, ist das extrem hilfreich. So,
Ich springe deswegen jetzt direkt mal in meinen Screen, in meine richtige Umgebung und habe hier mal schon so ein paar Sachen vorbereitet und aufgemacht. Ich fange mal an. So. Gerade hier auseinanderfinden und schiebe das hier mal wieder weg, dass ich alles sehe. So, das, was wir jetzt hier sehen, ist das Power Platform Admin View. Ist ein bisschen komisch benannt, weil hier steht Power Platform Dashboard. Aber das ist die einzige Model-Driven App, die in diesem ganzen Ding mit dran ist. Und wir sehen jetzt, die läuft durch meinen kompletten Tenant, durch alle Umgebungen und zeigt mir einmal, wer sind meine aktiven Maker. Das ist jetzt hier relativ übersichtlich, weil ich der einzige aktive Maker bin auf meiner Umgebung. Und den sehe ich jetzt hier aufgeteilt nach meinen Umgebungen. Also ich habe hier eine eigene Environment für die COE-Demo. Dann habe ich Personal Productivity. Dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, ganz, ganz viele. Ich sehe, wie viele Flows und wie viele Apps sind auf dieser Umgebung jeweils aktiv. Ich habe, das ist ein klassisches Dashboard, ne? Also ich kann hier reinklicken, sehe ich die weiteren Filtern. Ich kann das down drillen. Also klassischerweise ist das ein Dashboard. Meine aktiven Maker habe ich hier in App-Maker und in Flow-Maker unterteilt. Kann sich auch nochmal interessant. Und ich habe hier die erste Übersicht unten links, welche Apps habe ich und welche Flows habe ich. Also hier sehe ich wirklich alle, mit wann sie kreiert wurden, wer der Maker ist und wer der App-Owner ist, steht bei, und wann sie das letzte Mal editiert worden ist. Ganz hilfreich, ich habe hier auch direkt schon die Flow-ID. Die sonst rauszukriegen, ist manchmal ein bisschen tricky, man muss ein bisschen suchen. Hier findet man sie direkt. Das ist der erste Überblick, den ich schon immer sehr, sehr hilfreich finde. Ich habe jetzt natürlich noch Detailansichten, wenn ich hier einzeln durchgehe. Hier sehe ich alle meine Apps. Ich sehe, in welcher Environment sie sind. Ich kann danach filtern und sortieren. Sehr hilfreich. Ich sehe meinen Owner. Was für ein Typ von App das ist. Hier auch meine App-ID, auch wiederum sehr, sehr hilfreich, wenn ich sie brauche. Und da sehe ich schon sehr, sehr viel. Das Gleiche funktioniert für Portale. Und ich glaube, ich habe hier kein Portal aufgesetzt. Genau, alles leer. Das sehe ich für meine Flows. Auch sehr gut. Also hier habe ich direkt einen Überblick eigentlich über alles. Ich sehe auch meine Environments. Lass mal ganz kurz aufmachen. Das habe ich schon lange nicht mehr aufgemacht. Ja. Sehe, welche Art sind es meine Environments, wie viele Flows und wie viele Apps laufen drauf. Bisschen verschoben gerade. So, ist besser. So, dann auch die Frage, ist das eine Environment mit CDS-Instanz? Also ist da Dataverse mit hinten dran? Finde ich auch sehr gut. Das finde ich nämlich im Admin Center manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, ehrlich gesagt. Ich sehe auch alle meine Konnektoren, die ich im Einsatz habe. Vor allen Dingen nachher auch alle meine Custom-Konnektoren. Ich sehe meine Chatspots, meine UI-Flow und meine Audit-Logs. Die muss man separat nochmal aktivieren. Und wenn man die aktiviert, habe ich jetzt erst vor kurzem gemacht nochmal, weil ich hatte das für einen Test gemacht, dann sehe ich, wann welche App wie ausgeführt wird. Das ist also auch nochmal für ein Audit, wenn man das braucht, zur Dokumentation unglaublich hilfreich. Man braucht aber, generell, wenn man das COE installiert, ist es extrem hilfreich, wenn man Global Admin ist, weil man muss zum Beispiel auch, wenn man die braucht, die Audit Logs entfernen. Muss man nicht, kann man. Man kann auch ohne die gehen, aber die meisten, denen ich das erzähle, es gibt sowas, die sagen, ja, das will ich. So, dann habe ich hier auch nochmal eine Übersicht über alle meine User. Einmal die Maker, das heißt, das sind diejenigen, alle Maker, dieser eine, der in der Security-Gruppe für meine Makers, also die Zugriff auf die auf meine Power-Plattform-Umgebung haben und alle meine User. Ist jetzt auch hier, ist mein eigener Dev-Tenant, von daher gibt es hier keine User, die ich dazu gelassen habe, von daher nur ich. Aber hier gibt es einen sehr, sehr schönen Überblick erstmal darüber, was ich alles habe und wer was gemacht hat. Zum Beispiel, ne? Wenn ich hier verschiedene Leute habe, die Flows bauen, kann ich da direkt schauen, wen muss ich denn ansprechen? Wer ist denn Owner? Finde ich schon sehr, sehr hübsch und hilfreich. So, was haben wir noch? Ich mache mal den DLP-Editor als nächstes auf. Das ist ein, hatte ich ja gesagt, Data Loss Prevention Policies. Wenn ich also solche installiert habe, wo ich gesagt habe, welche Konnektoren dürfen meine Leute für die Power-Plattform nutzen und welche nicht oder welche nur in spezifischen Kontexten, dann tauchen sie hier auf. Ich habe jetzt hier aus Anführungszwecken nur eine DLP, die auf einer meiner Umgebung aktiv ist. Hier sind alle meine Umgebungen. Ich habe nur auf meiner Personal Productivity eine DLP eingerichtet, genau. Die kann ich auswählen und mir sie hier anschauen. Ich kann sie hier auch neu benennen. Also ich kann auch alle bestehenden Data Loss Prevention, die ich schon habe, sehe ich hier dann nochmal und kann sie hier nochmal administrieren und bearbeiten. Heißt, ich kann ihnen einen klaren Namen geben,
wenn der Name nicht so super klar ist zum Beispiel. Ich sehe, welche Konnektoren hier drin sind, welche sind meine Business-Konnektoren, welche sind meine Non-Business-Konnektoren. Ja, das ist ja der große Clou bei den DLPs und welche sind komplett blockiert. Dann kann ich mir meinen Scope angucken. Das heißt, ich habe eine DLP erstellt und die möchte ich jetzt zum Beispiel auf alle meine Environments übertragen oder auf mehrere oder ich möchte einige ausnehmen davon. Also DLPs, die ich neu erstelle, kann ich hier in einer App auf alle meine Environments oder auf mehrere einfach nur übertragen. Das ist unglaublich hilfreich, weil vorher musste man die alle selber von Hand in jeder Umgebung neu bauen. Und das ist unglaublich nervig, gerade wenn es eine ausgefeilte DLP ist, wo ich, sagen wir mal, meine etwas jetzt über 500 Konnektoren, wenn ich jetzt nicht 410 habe, sondern ich habe hier 200 und hier 200 drin, dann ist das echt viel Arbeit, das von Hand zu machen. Das geht jetzt hier mittlerweile sehr schnell und das ist sehr, sehr schön. Dann kann ich mir auch meine ganzen Environments hier nochmal anzeigen lassen, sagen, welche ich habe und welche ich zu welcher Policy hinzugefügt habe. Hier sieht man es auch, Personal Productivity Environment, die ist über meiner Policy, in der ich gerade bin, die ist da hinzugefügt. Ich kann sie hier auch wieder removen, also wieder entfernen. Und hier kann ich das eigentlich sehr, sehr schön machen. Das Coolste, mitunter das Coolste, finde ich, ist die Impact-Analyse, wo ich jetzt reingehe und sage, wenn ich das ganze Ding jetzt einer neuen Environment hinzufüge, kann ich hier sehen, welche Flows und welche Apps sind davon betroffen, weil in welcher App und in welcher Flow sind zum Beispiel Business- und Non-Business-Konnektoren verwendet und welche funktionieren dann dementsprechend nicht mehr. Also, bevor ich eine neue Data-Loss-Policy deploye, die mir die Hälfte meiner Apps zerschießt, sehe ich das hier. Und ich kann dann dementsprechend die Maker, die das gemacht haben, anschreiben und sagen, hör zu, deine App ist nicht mehr ganz konform mit unseren Data Prevention Policies, bitte update. Und dann sehe ich das hier Ganze nochmal als Review und dann kann ich meine Policy updaten. Also das ist wirklich unglaublich komfortabel mittlerweile, das Ganze zu machen. Und Data Loss Prevention Policies, ich muss mal sagen, ich sehe viel weniger, als ich das gerne hätte, weil ich finde sie unglaublich hilfreich. Werde jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das ist nicht so richtig das Thema, aber DLPs finde ich extrem hilfreich und extrem sinnvoll, wenn ich nicht einfach nur sage, ich möchte den großen Schalter an- oder ausmachen, sondern ich möchte es ein bisschen cleverer und ein bisschen eleganter machen, wie meine Nutzer die Power-Plattform nutzen können. Dann würde ich gerne noch auf das Maker-Assessment eingehen. Das finde ich auch sehr schön. Das ist jetzt etwas, Zielgruppe nicht mehr Admins, sondern Zielgruppe Maker. Also Leute, die eine Power-App machen. Und vielleicht an der Stelle, ihr seht, das ist alles Englisch. Microsoft sagt immer, es steht doch im Namen Starter Kit. Starter Kit heißt, ihr könnt das Ganze so bearbeiten, wie ihr das wollt. Ihr seht das, das sind alles Canvas-Apps, bis auf dieses Dashboard, das ist eine Model-Driven-App. Aber ihr könnt in jede App reingehen und die auch in einem Maker-Portal sozusagen bearbeiten und hier alles umbenennen, ne? Also ihr könnt euch die App so anpassen, wie ihr das braucht, an eure Umgebung, an eure Anforderungen. Wenn man sagt, ich möchte alles auf Deutsch haben, ist natürlich ein bisschen Übersetzungsarbeit, aber der Punkt ist, das geht. Das ist schon sehr, sehr hilfreich. Und das ist auch so gewollt, dass das nur das Starter-Kit ist und dass man das so sich zurechtschnitzt, wie man das sehr gerne braucht. Also dieses App-Assessment-Tool, was man hier machen kann, ich kann jetzt sagen, ich habe einen Maker, der möchte eine neue Solution irgendwie erstellen und der möchte eine Beispiel-App erstellen. Dann kann er das hier reinschreiben, für welches Team ist das? Und ich mache einfach hier bedeutungsvolle Texte. Hier ist eine kleine Description, was das ganze Ding kann. Und sobald ich hier was ausgefüllt habe, kommt oben rechts der Start-Button, den ich auch bei den meisten meinen COEs, die ich deploy, woanders hinsetze, weil ich übersehe den gerne. Und wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich jetzt hier so einen fünfstufigen Ansatz, der sagt, was ist das für ein Solution Type? Also ist das ein Chatbot? Ist das eine App? Ist das ein UI-Flow, ein Workflow, eine External Web App? Und das kann ich mir jetzt hier alles aussuchen. Was ist mein Use Case? Productivity Use Case, sage ich mir. Und dann gehe ich weiter auf meinen nächsten. Wer ist meine Audience? Also wem hilft das ganze Ding? Und wie groß ist meine Audience und wie oft wird die benutzt werden? Auch mal gut, brauchen wir externe Partner, um sozusagen an die Daten zu kommen, die wir brauchen und so weiter und so fort. Und so geht das hier so durch. Wie komplex ist die? Was für eine Datengrundlage brauchen wir? Und wie sieht es mit Support aus? Also wer wird die App eigentlich bauen? Wie wichtig ist sie und brauchst und wer wird die nachher noch supporten? Das ist nämlich auch was, was ganz, ganz viele klassische Maker irgendwie übersehen, dass ich die App nicht nur baue, sondern ich muss sie auch maintainen danach. Und ich muss sie vielleicht auch skalieren, wenn die wirklich gut ist und die wollen mehr Leute haben. Und das sind halt alles so Sachen, wenn ich das alles ausgefüllt habe, dann sehe ich diese ganzen Informationen in der nächsten App, die ich zeige, und das ist das Developer Compliance Center. Hier sieht jetzt der Admin, jemand Neues hat eine App gemacht und kann hier über dieses kleine Ampelsystem, ne, also rot, orange, gelb und es gibt auch grüne,
wenn alles korrekt ausgefüllt ist und ihr seht, wie verantwortungsvoll ich arbeite. Ich habe fast nirgendwo, alles richtig aufgefüllt. Aber jetzt sehe ich hier schon, wie ist der Compliance-Status dieser App. Wenn ich mir diese App anschaue und hier reingehe, sehe ich hier zum Beispiel, wie das ganze Ding zustande gekommen ist. Also ich habe hier meine Description, die ist ausgefüllt, der Name ist auch ausgefüllt, Fill.apps geschrieben. Das ist schon mal gut, das ist grün. Ich habe aber nicht alle Support-Details ausgefüllt, nämlich das, was ich im Maker-Assessment gesehen habe. Was daran liegt, dass ich diese App sehr viel früher gebaut habe, als ich dieses COE deployed habe. Und ich habe sie auch auf diesem COE oder in dieser Environment noch nicht veröffentlicht. Das heißt, die wurde das letzte Mal vor 245 Tagen veröffentlicht auf diesem Tenant. Das heißt, höchstwahrscheinlich haben ganz, ganz viele Nutzer keinen Zugriff zu dieser App. Ich sehe jetzt hier auch in meinem Compliance Center direkt, wer hat die Permissions. Ja, also meine CanView und meine Owner, also User und Tenant. Das ist sehr, sehr schön. Und idealerweise diese ganzen Support-Details, die ich vorher von meinem Maker mit der Maker-Assessment-App abfrage, stehen dann hier. Und das ist halt unglaublich hilfreich, wenn ich das habe, weil dann kann ich direkt auf einen Schlag sehen, wie geht's, wie steht es um diese App. Ich kann mit einem Schlag direkt in die App-Settings springen. Die bringen mich also zu der App in die Settings. Ich kann sie neu veröffentlichen. Ich kann sie neu dann erstmalig offen. Ich kann allen Usern eine Mail schreiben, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Änderungen vornehme oder die für Updates zum Beispiel offline nehme oder sowas. Und ich kann sie auch löschen. Also ich habe sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier einmal meinem Maker zu helfen, wie sieht diese App aus und gleichzeitig meinem Admin eine Übersicht darüber zu geben, welche App ist eigentlich gut, wo sollte ich nochmal reinschauen oder wo muss ich meinen Maker anschreiben oder denjenigen anschreiben, der das Ganze gemacht hat. Und ihr seht auch hier diese ganzen das Admin Command Center, das sind die ganzen Apps fürs COE selber, die sind gelb und zwar weiß ich auch sehr genau warum, weil ich sie nicht geupdatet habe und nicht mehr neu gelauncht habe. Ich glaube, das letzte Mal habe ich sie im Oktober geupdatet. Genau, also von daher könnte ich hier nochmal rein. Hier ist es natürlich wieder auch aufgesplittet zwischen Model-Driven Apps, SharePoint Form Apps, Flows, Chatbots und auch meine Custom Konnektoren. Finde ich auch sehr praktisch, dass ich sie hier auch direkt sehe, weil die finde ich relativ kritisch immer. Und ja, so sieht das COE so ein bisschen aus. Also ich habe ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten mit zwei großen Zielgruppen, halt einmal Admin und einmal Makern, also damit Leuten, die die Power-Plattform-Lösungen erstellen und einmal die, die sie administrieren müssen und die die Übersicht behalten müssen. Und wenn ich das halt so ein bisschen mache, dann fällt es mir unglaublich leicht, eine neue Umgebung aufzusetzen, die ich hier dann hier direkt wieder sehen könnte. Wo ist sie? Ich kann hier relativ schnell eine Data Loss Prevention an den Start bringen und kann meinen Makern mit dem Assessment Center sagen, wie, was musst du ausfüllen, damit ich als Admin dir nicht auf die Finger klopfe und sage, bitte nochmal ran, da musst du nochmal was machen. Und in dieser Umgebung habe ich dann ein sehr, sehr schönes Mini-Security- und Governance-Konzept, das meinen IT-seitigen Leuten, also meinen Developern oder Entwicklern oder IT-Lern oder wie auch immer, genauso wie meinen Makern die Möglichkeit gibt, so zu arbeiten, dass hier nichts kaputt geht, weil das ist eine eigene Umgebung. Und da kann ich natürlich nur den drauf zulassen, den ich möchte. Hat er gerade schon erwähnt, es gibt auch die Möglichkeit, hier nochmal vernünftig mit den Security-Rollen zu arbeiten. Die kann ich auch bis ins AD zurückverfolgen, sodass ich das alles da mache. Und so habe ich die Möglichkeit, ein sehr schönes Security-Konzept aufzustellen, um die Power-Plattform einzuführen. Und das Schöne ist, je eher ich mit diesem COE starte, desto eher habe ich halt alle meine Sachen in meiner App-Overview drin. Ich habe sie hier drin und ich habe relativ früh ein schön gepflegtes Compliance-Center, mit dem ich halt hinten raus Arbeit sparen kann. Weil wenn das so aussieht wie hier und das ist das erste Mal, dass ich das Ding deploye und ich habe hier was weiß ich, wie viele Apps drin. Im Moment, wie viele Apps habe ich eigentlich? Das sehe ich ja auch hier. Und ich habe die ganzen Apps hier irgendwie drin und die muss ich dann alle nachträglich nochmal, da muss ich die Maker anschreiben und den bitten, sag mir nochmal die Description, sag mir nochmal, was ist die Audience und so weiter und so fort. Dann ist das extrem viel Arbeit. Also je eher ich mit diesem COE anfange, desto besser. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es dann Open Source ist und es nur die Zeit kostet, das ganze Ding zu installieren. Und ich sag mal, um so eine grobe Richtlinie zu geben, ich installiere das mittlerweile, also ich nehme mir meistens einen halben bis einen ganzen Tag Zeit, um das vernünftig zu machen. Ich habe es aber jetzt schon unendlich oft gemacht. Beim ersten Mal habe ich sehr viel länger gebraucht. Also es dauert ein bisschen. Wenn man nicht weiß, wie es ist und immer zwischen Anleitungen lesen und hin und her geht, wenn man vielleicht auch so ein paar Rollen noch klären muss, zum Beispiel darf ich die Audit Logs anschalten, habe ich eigentlich Global Admin Rechte, darf ich einen Custom Connector einrichten, habe ich Zugriff auf unser Azure, auf unser Azure Portal und so weiter. Also wenn man die Sachen noch nicht alle geklärt hat, kann es natürlich ein bisschen länger dauern. Ja, und ansonsten bin ich an der Stelle, glaube ich, durch. Genau.
Fragen fragen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Super, vielen Dank dir, Michael. Ja, vielleicht an der Stelle gibt es noch Fragen oder was man nochmal sehen möchte oder wo wir vielleicht nochmal reinspringen könnten. Oder hat einer von euch das irgendwo schon mal deployed oder benutzt oder gesehen oder plant das? Also ich hatte mir das mal angeguckt. Ich habe es mal versucht, in einer Entwickler-Environment zu installieren. Da ist mir aber dann aufgefallen, es gibt da durchaus nochmal technische Probleme, das Ganze dort zu installieren, weil halt die Entwicklerumgebung nicht wirklich dafür gemacht ist, auf dem, weil das COE wirklich dann einzuspielen. Das waren auf jeden Fall so meine Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, für alle, die das mal, die vielleicht mal auf dieselbe Idee kommen sollten und das einmal versuchen. Das kann ich nur von abraten. Kleiner Hinweis, was wir gerade gesehen haben, ist eine Entwicklerumgebung, nämlich meine. Darauf läuft mein CWE. Also es geht. Das Problem ist, du hast die Lizenz meistens nicht. Also du musst da eine Lizenz drauf kriegen, sozusagen, was witzigerweise mit dem Power Apps Community Plan geht. Also die Lizenz reicht aus, die du umsonst kriegst mit dieser Entwicklerumgebung. Kriegst du ja eine weitere Environment dazu, die mit einer Lizenz hat und ein Database hinten dran. Darauf kannst du es deployen, das funktioniert. Genau, nur ich meine, du musst ja dann viele Sachen anpassen. Ich weiß nicht mehr, das war lange Zeit her. Ich musste nur in jeden Flow zum Beispiel reingehen und da nochmal die Funktionen anpassen. Also es ist wahrscheinlich deutlich einfacher in der richtigen Umgebung statt in der Entwicklerumgebung, aber ist klar, kann auch funktionieren, denke ich mal. Ich weiß, was du meinst, aber da ist der Deployment-Prozess mittlerweile besser geworden. Also ich erinnere mich noch, das musste ich auch auf Produktivumgebungen und auf solchen Entwicklerumgebungen machen, dass ich jeden Flow anpassen musste, damit die Parameter richtig gesetzt sind. Das ist mittlerweile in Variablen gespielt worden, die kommen mit der Solution automatisch. Das muss man nicht mehr machen. Ah, cool. Ja, super. Also da hilft es, sich echt mal die letzten Versionen zu ziehen und damit zu arbeiten. Das ist sehr viel einfacher geworden mittlerweile. Aber ich erinnere mich, ich weiß, was du meinst. Gott, das war die Pest. Ja, deswegen, das war nicht wünschenswert, das einmal durchzugehen. Genau, ja. Es ist nicht ganz trivial, das ganze Ding anzuschalten und alle Connections irgendwie zu enablen und sowas, ne? Und den Custom Connector dazu zu bauen. Ich glaube, einen braucht man noch mittlerweile. Wenn man das schon mal gemacht hat, hilft es natürlich und wenn man sich so ein bisschen auskennt, aber es können auch Leute, die eher, wie gesagt, sobald man Admin-Rechte hat, geht es eigentlich ganz gut. Ja, super. Ja, ich frage nochmal in die Runde. Gibt es Fragen, die noch in die Aufzeichnung mit rein möchten? Sonst würde ich die auch einmal beenden. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal vielen Dank, Michael. Wir beenden jetzt die Aufzeichnung und gehen dann, ich sag mal, in den gemütlichen Teil über und können in Ruhe nochmal weiter diskutieren.